Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf meinem Kanal. Und ja, ich habe so überlegt, während wir hier so auf den Winter warten, ich habe die Zeitgeschwindigkeit mal auf 5 gestellt, könnten wir theoretisch einfach mal ein bisschen Rasen mähen. Rasenmähen, ja. Wir ballern hier einfach mal drüber noch, so, genau. Und das müsste auf dieser Wiese möglich sein. So, auf den anderen haben wir Ölrettich bzw. Ackergras gemacht. Und ich würde vorschlagen, dass wir... Also diese Wiese gehört definitiv uns, aber ich weiß nicht genau, wie weit wir jetzt hier mähen können. Das war auf jeden Fall mal... F1. So, Real Mower abschalten. Mähwerk anschalten. Helfer einstellen, Mähwerk heben, zuklappen. Genau, Arbeitsmodus. Ausgewählter Arbeitsmodus. Wo ist denn der? Achso, Steuerung. 1. Wir wollen natürlich ein Schwert haben, dass wir es einsammeln können. So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir hier... Wir lassen das mal einen Helfer machen am besten, weil ich habe keine Ahnung, wie dieser Acker hier gemäht werden muss. Okay. Der wird die Felderkennung schon kennen. Ich denke aber mal, dass wir hier dringend dann aber auch düngen müssen, ne? Eventuell hier auch mal Bodenproben nehmen. Okay. Okay. Dann lassen wir ihn einfach mal machen und wir holen uns den Sammelwagen. Wir haben einen. Da haben wir einen. Da hinten steht er in der Ecke. Dahinter. Okay. Das bedeutet für uns, wir müssen also hier so einiges umräumen. Wir können natürlich auch Folgendes machen. Wir nehmen einfach mal Ötte. Fahren den an die Seite. Andere Richtung. Und dann können wir nämlich mit dem hier einfach mal rückwärts ranfahren. Umdrehen. Genau. Können wir nämlich schon mal Gras einsammeln. Hier kommen wir gerade gar nicht so rum, wie wir wollen. Bisschen schade. Gehen wir es mal hier rum. Nee, das wird nichts. Das ist alles ein bisschen eng hier drin. Ups. Das ist, wenn du als Admin hier drin bist. Dann kannst du unheimlich schnell rennen, automatisch. Und ist ein bisschen doof. Finde ich scheiße, die Funktion, ganz ehrlich.
So, Moment, da ist das Silo. Ich habe jetzt gerade verpennt, wo wir rausgekommen sind. Übrigens an dieser Stelle, ne? Däumchen wäre ein Träumchen, Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt auf diesem Kanal. Und ihr dürft natürlich auch meinem Twitch-Kanal folgen. So, wir sammeln Gras ein. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der das später auslädt. Aber das kriegen wir mit. So, der ist fleißig am Mähen. Könnte sogar passen. Ja. Das haut definitiv hin. Ich denke mal, Gras kriegen wir auf jeden Fall rein. Heu werden wir dann sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr erst machen. Gras fressen Pferde auch. Ja, und so klappt das, ne? Dann werden wir das hier einsammeln, während unser Helfer mäht. Dann muss hier auf jeden Fall mal Dünger drauf, denke ich. Wir werden auch mal Bodenproben hier nehmen müssen. Denn es ist zwar als Wiese gekennzeichnet, aber es ist natürlich ein ganz normaler Acker, ne? Was macht denn der da jetzt? Hat er keinen Bock mehr? Da können wir später auch noch mähen. Hier so richtig schön viel Auslauffläche. Kann man dann wunderbar drehen. Kann dann die gleiche Bahn quasi wieder zurückfahren. So. Ich denke, das kriegen wir fertig. Ich bin gespannt, wann es schneit. Wir sind später Herbst. Mittlerweile, ich habe den Server zwischenzeitlich laufen lassen, beziehungsweise höher gestellt. Wie gesagt, wir sind Mitte Herbst. Dann kommt noch Mitte Herbst 6 und dann kommt der frühe Winter. Und ich bin gespannt, ob und wann es hier anfängt zu schneien. Weil dann können wir nämlich mal Schnee räumen. Und vor allen Dingen mal gucken, wie lange es braucht, bis der wegtaut. So, das klappt auch. Hatte ich das ganze Jahr schon vor, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Aber jetzt sind die Felder alle fertig. Wir haben soweit auch alles Mögliche gebaut.
Wir gucken mal, ob wir das jetzt ins Silo reinbekommen. Mein Gott, die Zeit vergeht so schnell, das ist unglaublich. Oh, hier gehen schon wieder die Schranken runter. Keine Zeit. So, da vorne steht schon ein Schneeräumfahrzeug. Müssen wir mal gucken, ob wir die Scheiße hier reinkriegen. Aber ich glaube, der kippt nicht, der schiebt, ne? Ja, perfekt. Perfekt. So soll es sein. Bäume auch schon herbstlich gekleidet. So, wir fahren wieder zurück aufs Feld. Ups. Mal ganz kurz was im Skype schreiben. So, Entschuldigung, es tut mir leid, ich musste unbedingt kurz was im Skype schreiben. Man sollte nicht skypen, während man eine Aufnahme macht. Nein, das war tatsächlich fürs Chaos Farming Team. Apropos Chaos Farming, wer Bock drauf hat, RP und so weiter, ruhig mal reinschauen, ne? So, hier waren wir doch eben irgendwo, genau, ich wollte doch gerade sagen. Runter und ziehen. Gummi. Ich werde diese Wiese noch schön abgrasen, werde hier noch Bodenproben nehmen, denke ich mal, dass wir das richtig analysieren können. Und hier natürlich so viel Gras wie möglich runterholen, ne? So. Ich spare mir das Anheben. Okay. Hier müssen wir jetzt ein bisschen zurück. Da hätte ich weiter ausholen müssen, auf jeden Fall. Dann werde ich, wenn der Helfer fertig ist, gleich manuell nochmal rumfahren und nochmal abmähen, alles einsammeln, was hier einzusammeln geht. Glaube ich, was liegen lassen. Der Helfer wird blockiert. Na Mensch, guck mal einer an. So, und ich glaube, da hinten müsste was liegen geblieben sein. Aber, liebe Freunde, wie es weitergeht, beziehungsweise was wir dann als nächstes machen, wenn der Winter einbricht, das kriegen wir dann zu sehen.
Bis dahin verabschiede ich mich erstmal von euch, wünsche euch noch einen angenehmen Tag und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann erstmal ciao, ciao, macht's gut. Tschüssi.